Nein, es funktioniert nicht. Oder? Hat sich der Chance jetzt wieder eingefangen oder nicht, hey? Jetzt läuft's flüssig. Okay, jetzt. Oh, okay, jetzt habe ich aber keine Poliermeldung mehr. Keine. Doch, jetzt habe ich sie wieder. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Dann machen wir jetzt einfach mal ein bisschen abgespeckte Version heute. Das ist halt dann leider so. Und beim nächsten Mal gibt es dann wieder die volle Packung. Ja, ist die Qualität aber auch die gleiche, Subs hier, oder ist die Qualität anders? Weil ich habe komischerweise hier, ich bin bei über 50% CPU-Auslastung. Das habe ich normalerweise nie. Dass der so extrem am Rödeln ist. Schon wieder kodieren. Alter Falter, das kann doch nicht wahr sein. Gut. Wir probieren es jetzt einfach. Entweder es geht oder es geht in die Hose. Werden wir sehen. Schauen wir mal, was passieren wird. Also, lange Rede, kurzer Sinn. AWM Dom hier unterwegs. Ihr seht die neuen Lackierungen. Das ist natürlich die klassische. Wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen im Stream hier, Burgi und natürlich auch Snoop Cooks. Grüß dich mal lieber, schön, dass ihr da seid. Läuft gut ohne Ruckeln, Bild sehr gut, ja, okay, das muss natürlich. Wie die Pasco, herzlich willkommen, wunderschönen guten Abend. Und ja, jetzt drücken wir mal die Daumen, dass es hier passt. Und dass wir hier keine Abstinenzen mehr haben, seitens was das Thema Stream betrifft. Ja, Monkey Twitch Officially, vielen Dank für den Follower. Vor 4 Minuten da reingedrückt. Und jetzt hier am Start. Also wie gesagt, der Dom von AWM unterwegs im Mercedes AMG GT3 in dieser offiziellen Afterwork Racing Lackierung, in dieser richtig genial aussehenden, macht gut was hier auf dem AMG. Aber letztes Jahr auch schon einige Male gesehen. Natürlich jetzt hier die AWM-Lackierung etwas abgeändert, etwas neuer. Sehr schön. Dann haben wir Omega hier von Bavarian Racing Club. In dessen Lackierung, Teamlackierung unterwegs, ebenfalls im AMG GT3. Dann haben wir einen Groot dabei, BMW M6. Sehr geiles Thema auch hier, richtig schön dezent umgesetzt, dieses BMW-Thema. Gefällt mir wunderbar. So, gleich gehe ich dann auch ein auf die Quali-Zeiten. Jetzt machen wir aber ganz kurz erstmal schnell die Fahrervorstellung. Mondsucht ist aufgerückt hier in Liga 2, ebenfalls Bavarian Racing Club. Das Thema bei ihm in seinem Mercedes AMG GT3. Dann haben wir Game Teddy mit am Start von Black Lions. Ebenfalls unterwegs im Mercedes AMG GT3 mit dieser neu entwickelten, richtig genial aussehenden Black Lions Lackierung. Gefällt mir. Hat auf jeden Fall was. B-Scratch, der Teamkollege, war auch letzte Saison hier bei mir mit am Start. Furious Rockets ist der Teamname seitens von B-Scratch. Auch ein Mercedes AMG, den er hier pilotiert. Pietro Capitani, vielen Dank für den Follower. Herzlich willkommen. Ah, thanks for following. Welcome to my stream. Please try to write in English with me. It's more comfortable for me to understand what you want. XML King, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen im Stream hier. Grüße gehen raus. Boy Bundy, vielen Dank für die Information. Jetzt ist besser. Jetzt muss es nur noch so bleiben, dann ist alles gut. Dann haben wir den Earth mit am Start. Der Teamkollege da von Alleyoop, beziehungsweise die fahren zusammen in einem... In einer Räumlichkeit, ebenfalls hier am Start mit seinem AMG GT3. Genau, wunderschönen Namen, Monkey Twitch Officially. Was du reinschreibst hier, fettes Merci. Hoffe, euch geht's gut. Dann haben wir Totti mit dabei von AWM. Das ist hier die Chevy Corvette C7. Spitty K, alias Kai, oder Spitty auch genannt, Aston Martin V12. Das war letzte Saison dieser goldgelb lackierte, funkelnde Aston Martin V12. Fahrzeug ist gleich geblieben, ebenfalls wieder der Aston...
der Aston Martin V12. Aber ihr seht diese sehr, 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 sehr aufwendig, extrem aufwendig lackierte Umsetzung von dem Aston. Hat was. Todinson auf der 12 geführt aktuell mit dem gleichen Fahrzeug, ebenfalls dem Aston Martin V12 Vantage. Auch hier die offizielle AWM-Teamlackierung am Start. Dann haben wir Rosso Corse mit am Start. Das ist wieder ein weiterer Mercedes-AMG GT3 mit einem schönen, dezenten, angelehnten Lackier-Design von 7up. Gefällt mir, hat was. Akzente, dieses Grün, Giftgrün, hebt dieses Fahrzeug nochmal richtig, richtig in den Lupenmodus rein. Dann haben wir Dutchman von AWM, Dutchmean von AWM. Ebenfalls hier mit der Chevy Corvette C7. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr wisst, wie es läuft im Rahmen der AWM, der Afterwork Racing Liga. Es heißt, dass hier einfach 20 Minuten Quali-Zeit angesetzt ist. Wir sind aktuell bei 13,5 verbleibend und wir schauen uns das Thema mal an. Aktuell hat der Dom hier momentan im Bereich des Qualis die Nase vorne. 18,521, die schnellst gefahrene Quali-Zeit bis dato von ihm. Ergo wäre ihm im ersten Moment die Pole-Position hier sicher. Omega ist auf Position 2, 18,906, schnellste Quali-Zeit bis dato gefahren von ihm. Dann haben wir I Am Groot auf der dritten Position, 19,179 von ihm gefahren. Jeff Deluxe, vielen Dank für den Follower, herzlich willkommen im Stream. Ja, genau. Es gibt insgesamt 7 Ligen mittlerweile im Rahmen der AWM. Also auch da richtig, richtig was geboten. Alle fahren sie parallel zueinander. Und natürlich auch, wenn ihr wissen möchtet, welcher Streamer wo was wie zu sehen, das dürft ihr natürlich, wie gesagt, gerne Ausrufezeichen AWM hier in den Chat reinhauen oder den Link, den Sub-Zero da ausgelöst hat, über den Bot anklicken und euch da dementsprechend mal ein bisschen durchwurschteln. Und dann habt ihr natürlich auch da die ganzen Links für die jeweiligen Kollegen. I'm Groot hat sich von der 3 auf die 2 nach vorne gearbeitet, 18,818 im letzten Umlauf gefahren, somit vorbei an Omega und diesen von P2 erstmal verdrängt. Wir springen rüber zu Game Teddy von Black Lions, 19,066, seine bis dato schnellste Quali-Zeit, ergo wäre das momentan Position 4. Mondzucht auf der 5, 19,215, Surf kommt gerade in die Box reingefahren, sehr geil, auch das ein Fahrer von Black Lions. 19,404, seine persönlich bis dato schnellste Quali-Zeit. Rubber Duck, den haben wir noch gar nicht im Bild gehabt. Hier Rubber Duck, Aston Martin V12, der Teamkollege hier vom Kai. Richtig geniales Thema, 19,463, seine persönlich schnellste Quali-Zeit. B-Scratch auf Position 8, 19,465. Sehr, sehr eng beisammen, also ihr seht es auch hier, Position 1 bis 8 aktuell weniger wie eine Sekunde auseinander. Earth auf Position 9, 19,630. Totti auf der 10, 19,859 seine Zeit. Keine Verbesserung im letzten Umlauf, geht mit Sicherheit noch was mit der Fette. Sind wir zuversichtlich. Kai auf der 11, 19,906. Da bin ich gespannt, wann er zündet. Er auch immer so der Kandidat gewesen, der so auf den letzten Drücker hin nochmal absolut in die Goldwaage alles wirft, was er zur Verfügung hat und da immer für die nötige Überraschung gesorgt hat. Dann haben wir Dutchmean auf der 12. Der ist gerade wieder rausgefahren. Sehen wir mit Sicherheit dann gleich nochmal eine Zeit von ihm. Thor Odinson auf der 13, 20,105 und Rosso Corse kommt jetzt gerade aus der Box ausgefahren mit, der hat sich zurückgesetzt. Auch da gucken wir gleich nochmal nach, was wir an Zeiten von dem Kollegen sehen. Ja, wo sind wir heute Abend zu Gast? Wir sind heute Abend zu Gast auf Sardinien. Das ist die B-Variante, die B-Strecke. Hier auf Sardegna, wie es im Game heißt, richtig mit dem Zusatz Römisch 2, bedeutet im Endeffekt unterm Strich rückwärts. Ich glaube, ich weiß, warum mein Rechner da gerade so Faxen gemacht hat. Der lädt irgendwas im Hintergrund. Ich weiß aber nicht, was. Muss ich nachher mal angucken. Wir boxen den Stream jetzt erstmal durch hier. Machen das Thema zu Ende und dann geht's weiter. Was ich euch auf jeden Fall schon ankündigen darf und auch kann, ist: haltet euch auf jeden Fall den 31.01., also sprich das letzte Wochenende, das müsste ein Freitag sein, mal frei.
Da werden wir abends etwas ganz anderes machen und übertragen, wie ihr es eigentlich hier von mir kennt. Ich habe eine Anfrage bekommen, offizieller Natur, also richtig, offiziell, ob ich nicht hier ein COD, ein Call of Duty Turnier übertragen kann, beziehungsweise moderieren möchte. Und da werden wir uns auf jeden Fall das Thema mal zur Genüge führen. Lange Rede, kurzer Sinn, zurück zum Thema. I am Groot, noch auf der 2, Omega 3, Gentech auf der 4. Und wir sind langsam aber sicher in der absolut heißen Phase. 18 Minuten, 20 Minuten ist das Quali angesetzt. Die Fahrer sind drauf geeicht und wissen Bescheid. Die dürfen die Runde, angefangene Runde nach Ablauf der 20 Minuten nicht mehr fahren. Das heißt, die setzen sich dann automatisch zurück. Ja, ich werde dort kommentieren mit einem Kollegen zusammen. Und das ist ein großes COD-Turnier für, also COD-Streamer-Turnier. Nee, ich moderiere nur, Also ich werde nicht selber zocken oder so, sondern ich werde nur moderieren mit dem Kollegen zusammen und dann mal gucken, wo die Reise hingeht. Sobald das alles unter Dach und Fach ist, wird es auf jeden Fall Informationen geben, deswegen bleibt auf jeden Fall hier am Laufenden. Im besten Fall über die Facebook-Präsenz. Es gab da hinten eine Veränderung, Thorinson, der von der... Ach ne, die setzen sich schon zurück, ja. Das ist ein ganz normales Call of Duty, also COD-Turnier von den großen Streamern. Sehr schön. Also genau wie im alten Jahr sind die Jungs hier drauf geeicht und halten sich auch dran. Ja klar. Boogie, das nächste 24er ist Ende Februar. Das letzte Wochenende im Februar ist das nächste 24er, die 24 Stunden von Spa dann. Sehr schön. So, wir gucken mal rein. Quali-Ende, jawohl. Ach, Teilnehmerliste. Blödsinn. Da wollte ich hin. Ja, alles ein bisschen durcheinander. Aber ihr seht trotzdem hier die Rundenzeiten. Hier im Bereich des Qualis doch sehr, sehr eng gestickt. Das Thema. Vereinzelt 18, ansonsten zuhauf 19er Zeiten. Und ganz einzeln 20er Zeiten, 20 tief am Start, aber hier Wahnsinn. 20.105, 20.103, also 2000stel Differenz in dem Fall zwischen Thorinson und Dutchmean. Und 20.187 vom Rosso Corsa. Nein, Pidi Pasco fährt hier nicht mit. Der war vorhin im Chat gewesen. Ich glaube, der kann auch schreiben hier. Und jetzt haben wir erstmal locker 5 Minuten Pause. Aber ich traue mich jetzt nicht. Oder? Traue ich mich? Ach, ich habe die Quelle jetzt rausgenommen. In aller Panik. Jetzt hat sich aber mein Rechner beruhigt hier. Also irgendwas muss gewesen sein. Jetzt sollte es aber normalerweise wieder gehen. Wir gucken jetzt mal ganz kurz. Weil ich euch ja noch das große Intro zeigen möchte. Oh, welches war das jetzt? Das da. So, mal gucken, was passiert. Ich hoffe, es funktioniert. Wir drücken es einfach mal drauf und wenn es blödsinnig wird, dann machen wir es halt aus. Aber das kriegen wir hin. Also, viel Spaß. Thomas, ich wollte gerade auf den Knopf drücken, in dem Moment haust du diesen Jingle raus und ich bin zu Tode erschrocken, mein Digga. Unglaublich.
Ja, fettes Merci dafür. Also. Danke an die Sponsoren der Afterwork Racing League, ohne die die Liga in dieser Form gar nicht möglich wäre. Touch Repair Bremen. Handy kaputt, Tablet kaputt, Spinnennetzmuster und ihr wollt unseren Stream wieder in voller Qualität sehen? Ja, dann wendet euch an ihn. Ihr vermisst Seat im Spiel? Dann wendet euch im Real Life an das Seat Autohaus Breuder und Salchecker. Scuderia Schiavone nun mit seinem Kart Club. Wenn es mit der Umwelt so weitergeht, dürfen wir wohl bald seine Fahrer und Anhänger auch in unserer Liga begrüßen. Und zusätzlich zu unseren Hauptsponsoren bedanken wir uns noch bei den weiteren finanziellen Unterstützern der Afterwork Racing League. Auch du möchtest die Afterwork Racing League unterstützen? Dann nimm einfach mit uns Kontakt auf unter www.afterwork-motorsport.de. Er hängt im Kofferraum des Vordermanns. War das der Fehler des Vordermanns? Kann er ihn nutzen? Nein, er kommt selbst von der Strecke ab. Das kann doch nicht wahr sein. Wir müssen da jetzt leider mal dazwischen und zurück, weil die Jungs sind da gleich startklar. Heißt also hier, muss man unterbrechen, also ich muss auf jeden Fall in Ruhe nochmal nachgucken nach dem Stream. So, alle sammeln sich hier im Bereich des zweiten Sektors. Es fährt von MBR jemand hier bei der Afterwork. Richtig, der Dennis. Genau, der Dennis fährt hier bei der AWM. Also, hätten wir aktuell die Startaufstellung hier. Ich hoffe, das hat sich sortiert. Ja, das sieht gut aus. Jawohl. Also, der Dom auf der 1, Game Teddy auf der 2. Also, Game Teddy hier noch kurz vor knapp hat es geschafft. Schneller wie I'm Groot. I'm Groot auf der 3, Omega auf der 4, Rubber Duck auf der 5, Mondsucht auf der 6, Surfkant auf der 7, B-Scratch auf der 8, Kai auf der 9, Earth auf der 10, dann haben wir hier Totti auf der 11, Dutchmin auf der 12, Thor Odinson auf der 13 und Rosso Corse auf der 14. Position. Das ist jetzt hier die Startaufstellung. Ich brauche ein Bier, schreibt Thor Odinson, wunderbar. Bring mir eins mit, Digga. Ich glaube, ich brauche hier nach dem ganzen Hickhack hier auch ein Bier. So ungefähr und nicht anders, ja. Ah, so, dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt hier von den Jungs da präsentiert bekommen.
Ampelanlage ist an. Und aus hier. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Da kommt jeder so weit weg. Jawohl, ich glaube, Freunde der Sonne, dass wir ein Rennen haben. Das sieht perfekt aus. So, wir konzentrieren uns auf die erste Ecke hier auf Sardinien. Ist nicht wirklich eine Kurve, ist mehr oder weniger ein S. Und jetzt aber das harte Umsetzen vom Fahrzeug auf die rechte Seite. Tom bleibt da mit der Nase in Führung. Game Teddy auf der 2, Omega 3, Mondsucht 4. I am Groot auf der 5. Position. Der hat ein bisschen Plätze verloren. In Summe nur einen. Trotzdem erstmal lost. Rubber Duck auf der 6, Surfkant auf der 7, B-Scratch 8, Odinson 9, Dutchmean auf der 11, Earth, Dutchmean auf der 11. Dutchmean auf der 10, Earth auf der 11. Rosso Corsi schon auf die 12. Position nach vorne geschmettert, hat also zwei Plätze gut gemacht. Totti auf der 13, Kai auf der 14, weil Kai da einen richtig, richtig fetten Motorschaden hat aktuell mit dem ersten Martin. Sehr gut, das war nur ein Test. Beim letzten Mal sind Replays nicht gegangen. Die haben nicht funktioniert, deswegen jetzt haben wir die Gewissheit, die gehen. Sehr geil. Also, Tom da vorne weg, als wenn es keinen Morgen gibt. Und ihr seht es hier oben links, Runde 1 von 45. Das heißt, 45 lange, lange Runden hier auf Sardinien erwarten uns. Und wir drücken natürlich den Fahrern die Daumen, auch in meinem Namen da. Vielen, vielen Dank für die Sponsoren, die dieses Thema so groß machen. Beziehungsweise der Afterwork-Liga, der Organisation da die Möglichkeiten geben. Das war knapp gewesen. Hinten dran hat er gesehen, bei Gentini ist es. Und da ist einer abgeflogen. Ja, da ist einer abgeflogen. In dem Fall war das Omega gewesen. Omega zieht hier die Karre zu derbst über den linken Grasnarbenstreifen und verliert das Heck, dreht sich ein, schlägt frontal ein und der Mercedes sagt, alles klar. Hast du gut gemacht, mein Freund, aber ich bezahle die Quittung nicht. Das ist dein Deckel. Somit Omega hier mit Motorenschaden als Folge zurückschleppen. Einmal bitte an die Box. Tom da vorne 1,6 Sekunden weg vor Game Teddy. Game Teddy probiert natürlich da dran zu bleiben. Zieht aber hinter sich den vermeintlichen Rattenschwanz hinterher. Mondsucht auf der 3. I am Groot auf der 4. Rubber Duck 0,4 Sekunden hinten dran auf der 5. 1,5 Sekunden dahinter Surfcount auf der 6. Der muss ein bisschen zufahren, die Lücke, damit er wenigstens wieder Windschatten bekommt. Hier gespendet durch Rubber Duck vor dem fahrenden 5. Piloten. Torunison auf der 7. Earth auf der 8. 2,7 Sekunden aktuell zwischen P7 und P8. Rosso Corse auf der 9. 1,8 Sekunden dahinter, B-Scratch auf der 10, Dutchmean auf der 11, richtig weit abgeschlagen, mittlerweile Richtung P10, Totti auf der 12, ja, falsche Richtung, das ist richtig, die Strecke hier wird Sardinien B rückwärts befahren am heutigen Abend. Totti auf der 12, Omega 13, Kai auf der 14, der kommt aus der Box raus und hat schon wieder den neuen Heckschaden. Heck ist ziemlich, ziemlich lediert hier beim ersten Martin von Kai, inklusive dem Aufhängungsschaden hinten links. Tom kann sich da vorne weiter genüsslich absetzen. Game Teddy kann sich aber auch lösen von Mondsucht. Also Game Teddy hier auch eine ziemlich geile Performance, die er umsetzen kann. Lässt sich da nicht wirklich wehren und beeindrucken von den Fahrern direkt hinter ihm. Mondsucht muss diskutieren mit I am Groot, genauso der wiederum mit Rubber Duck. Und wir gehen mal onboard rein bei dem Kollegen Rubber Duck hier in sein Aston Martin V12 und filmen mal ein Momentchen lang einem gut vorne dran fahrenden BMW M6-Piloten und Mondsucht, der im AMG da vorne sitzt. So, King Bronco, wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen im Stream, wie Kai aus der Kiste, ja genau, so kann man das natürlich auch nennen. Ja, das hier auch jetzt dieser lange Gerade, die einzige Möglichkeit für die Fahrer da ein Momentchen mal durchzuschnaufen, respektive die Hände mal kurz auszuschütteln. Links über den Curb voll drüber, rechts den Curb sollte man vermeiden, der ist sehr, sehr hoch gebaut, ähnlich einer Sprungschanze. Auch hier auf der rechten Seite den Curb nur leicht angelupft mitnehmen. Und hier diese Kompression rein auch verleitet dazu, dass man viel zu viel Schwung mit reinnimmt. Hier links über den Curb kann man voll drüber, rechts den Curb auch komplett mitnutzen als Reserve. Akamako, wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen mein Lieber. Macht er gut bis dato, der Rubber Duck.
Einige Fahrer kennt ihr mit Sicherheit noch aus der Saison 3. Sind hier Bestandteil geblieben der Liga 2 für die neue Saison 4. Jetzt mit dem heutigen Tage offiziell angebrochen ist. Ja, aber Robertak hat hier echt Probleme da. Ich will nicht sagen, den Anschluss zu halten, aber doch hier noch mehr Druck auszuüben auf Ian Groot. ...2,7 Sekunden nach vorne, hier der Dom schon weg vor P2, 1,19,233, die schnellste aktuelle Rennrunde gefahren durch Mondsucht in Runde 4, also sprich im letzten Umlauf. Der macht da ordentlich Druck, erklärt auch, warum wir da gerade in der Cockpit-Ansicht bei einem Groot dabei sehen konnten, wie Mondsucht sich lösen konnte. Etwas weiter weg kam von Ian Groot. Gehen wir mal in den Mercedes AMG hinein bei Mondsucht. Sehr schön. Links den Curb komplett mitgenommen. Ganz ruhig auch gewesen und geblieben. Sekunden. Also die heiße Phase beginnt ja erst hier im zeitlichen Fenster der ersten Boxenstops. Bis dato haben sie noch alle im ersten Moment mit sich selber zu kämpfen, mit dem Fahrzeug. Damit es hier auf der Strecke bleibt und dementsprechend man die Anschluss oder die Anschlüsse nicht zum Vordermann verliert. 0,4 Sekunden, ganz starker Sektor hier von Mondsucht. Jetzt ist er massiv dran an Game Teddy. Aber so wie immer, ranfahren und vorbeifahren sind definitiv zwei Paar Schuhe. Jetzt aber vielleicht die Möglichkeit für ihn. Mondsucht zieht raus aus dem Windschatten. Nächste Ecke geht links rum. Nein, Luft das Gas, habt ihr gehört? Hat hier aber ganz massiv zurückgesteckt. Also hat hier richtig Zeit mit eingebüßt. Wie geht's durch? Dom auf der 1, Game Teddy auf der 2, Mondsucht auf der 3, I Am Groot auf der 4, Rubber Duck 5, Surf Count auf Position 6. Der muss ordentlich angasen hier, Surf Count. Joe Dixon auf der 7, direkt verfolgt hier von Earth auf der 8. Position. Aston Martin wird verfolgt von Mercedes-Benz AMG. Rosso Corsa auf der 9, der hat momentan überhaupt gar keinen Stress, 6,5 Sekunden Rückstand. Und 10 Sekunden Vorsprung auf Totti hier auf P10 mit der Vetter. Dutchmean, der zweite fette Pilot, würde mal behaupten, Teamkollege da von Totti auf Position 11, 3 Sekunden hinter seinem Teamkollegen. Vorsprung 6,2 Sekunden von ihm auf B-Scratch hier auf der 12. Position. Das ist Wahnsinn, wie doch dieser Lack hier, den der B-Scratch da auf seinem AMG drauf hat, dieses Fahrzeug in eine ganz andere Optik da bringt, oder? Brutal. Gefällt mir. Omega auf 13, Kai auf Position 14. Er war auf jeden Fall nochmal kurz in der Box gewesen. Schaden hinten links, den wir noch im Hinterkopf haben. Hier den Aufhängungsschaden, der ist behoben. Und die Heckpartie ist auch wieder vollkommen intakt bei ihm. Jetzt heißt es angasen, Knallgas geben und nach vorne schmettern in Richtung Omega.
Wir machen mal die Zeitenvergleich. 19 Mitte, 19 hoch. Bei Omega, beim Kai, 19 Mitte, 20. Ja, sollte machbar sein. Nur nicht irritieren lassen, dann klappt es auch mit dem Nachbarn. 2,5 Sekunden nach vorne, Dom weg, in Führung liegen vor Game Teddy, der aber immer noch mit Mondsucht am Diskutieren ist. Da geht es um Position 3, die diskutieren noch 3-4 Ecken länger um das Thema P2 und dann ist IM Groot auf jeden Fall wieder dran. Herzlich willkommen, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen im Stream hier. Und ich hoffe, euch geht's gut. IM Groot vorbei an Game Teddy. Schönes Überholmanöver. Im Hintergrund zu sehen gewesen. Ich habe gerade mein Handy da weggelegt hier. Da war er schon vorbei. Jetzt muss Teddy natürlich kontern. Game Teddy in dem Fall. Darf sich da nicht irritieren lassen. Hat eine kleine Strafe auf dem Deckel. 3,1 Sekunden. Also scheinbar da doch ein kleiner Kontakt, den es da gegeben haben muss zwischen dem AMG und dem BMW M6 von IM Groot. So, jetzt hat der Führende, in dem Fall der Dom, die Boxengasse angefahren, das erste Mal zum Stop. Reifen sehen auch richtig, richtig böse runtergefahren aus. Ist mit Sicherheit ratsam gewesen, hier ranzufahren. Genauso Mondsucht und Surfcount. Die sind ebenfalls zum ersten Boxenstopp hier am Start bei ihren Crews. Da ist Thor Odinson noch mit reingewechselt in die Boxengasse. Somit Rosso Corse vorbei im ersten Moment. Zumindest an Thor Odinson. Jawohl, Mondsucht und Surfcount hat er da nicht mehr einfangen können. Aber das wird. Somit neuer Führender aktuell, IM Groot. Nur eine Frage der Zeit, wie lange das Thema so bestehen bleibt. Rubber Duck auf der 2. 0,5 Sekunden direkt hinten dran. Ist Dom wieder zurück auf die Strecke geschossen gekommen. Hier mit nagelneuem Reifenmaterial. So, 10 Runden haben wir schon geschafft. Wunderbar. 10 Runden hier aktuell durchgehämmert. Von 45 auf Sardinien auf der B-Variante. Römisch 2 bedeutet ergo rückwärts. Ja, Dom sucht sich jetzt hier relativ schnell einen Weg, wahrscheinlich dran vorbei am Aston Martin, pilotiert durch Rubber Duck. Will natürlich hier maximal profitieren vom neuen Reifensatz. Jetzt im Windschattenbereich, jawohl, jetzt muss es funktionieren. Am Ende dieser doch sehr, sehr langen Geraden rausziehen, vorbeisetzen und Position einheimsen, jawohl. Rubber Duck spielt auch schön mit. Macht da gar kein Einstalten, großartig zu kontern. Weiß, dass Dom hier hinter ihm aus der Box rauskam. Und weiß mit Sicherheit um die Qualität seiner Reifen. Rubber Duck auf der 3. Jetzt Game Teddy auf der 4. Ja, die müssen auf jeden Fall jetzt gleich reinfahren, die Kollegen. Da geht nicht mehr allzu viel mit den Reifen. Irv hat da doch verhältnismäßig noch gute Reifen auf der 5. Ah, verbremst sich hier massiv. Es geht ziemlich weit raus. Einmal dezent ins Kiesbett rein. Und jetzt sollte Mondsucht ohne Probleme vorbeihämmern. Durch den deutlich höheren Schwung hat er sehr gut gemacht. Irv hat also die Position 5 hergeben müssen gegen Mondsucht. Und muss jetzt aufpassen, dass er die Position 6 nicht auch noch gegen Surfcount verliert. Der hat natürlich auch den Vorteil. Er war in der Box gewesen im letzten Umlauf. Er muss da relativ schnell vorbeikommen dem Earth, sonst ist Mondsucht in der Lage, ihm da zu entfliehen. Kleiner Heckschaden bei Earth zu sehen, Frontschaden bei Surfcount, nein.
Okay, so, jetzt ist die Spitze da vorne auch reingefahren. Dom also wieder die Führung übernommen. Rubber Duck, Groot und Game Teddy sind an der Box. Mondsucht sollte da vorbei hämmern können, zumindest an zwei Kollegen. Ja, reicht. Mondsucht vorbei. I am Groot hat er da hinter sich lassen können, der in dem Moment aus der Boxengasse rausgefahren kam. 1,2 Sekunden. Windschattenbereich, sehr schön. Rubber Duck auf der vierten Position zurück auf der Strecke. Thor Odinson auf 5. Surf Count auf der 6. Wo ist denn Earth? Ist Earth reingefahren? Ja, Earth jetzt hier in dem Moment. Ausgangsboxengasse wieder zurück auf der Strecke. Also hier das Thema mal ganz schnell abgehandelt. Omega hier auf P13 geführt, auch an der Box hier. Kai auf P14. Der war in Runde 9, war er in der Box gewesen ein weiteres Mal. Also ich glaube, heute Abend ist es nicht der Abend vom Kai. Scheint doch massivere Probleme zu geben. Wir gehen es nochmal durch in aller Ruhe. Dom hier auf der 1 vom AWM, Afterburg Racing Liga. Mondsucht auf der 2, Lila unterwegs, 19,192. Die letzte Runde hat er uns die neue schnellste Rennrundenzeit präsentiert. Sauber, Mondsucht auf der 2, 1,6 Sekunden Roundabout Vorsprung hier vor I am Groot hier auf P3. Ganz stark unterwegs die Kollegen. Rubber Duck auf der 4, Thor Odinson auf der 5. Da ist Game Teddy im Bild von Black Lions auf Position 6 mit knapp 2 Sekunden Vorsprung vor Surf Count, seinem Team internen Teamkollegen da. Game Teddy ist, glaube ich, letzte Saison Porsche gefahren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Surf Count den BMW M6 und jetzt haben wir hier die Kollegen beide im Mercedes AMG sitzen, also echt genial. Totti auf der 8. Position in der Fette, 19,661, seine persönlich schnellste Rennrundenzeit. Da geht was, auch er hier 1,6 Sekunden Vorsprung vor Rosso Corse. Der hat aber nagelneues Reifenmaterial am Start, die von Totti sind schon im Momentchen älter. Also da könnte es auch passieren, dass Rosso Corse da ziemlich schnell rangeschmettert kommt an die Fette von Totti. Pilotiert B-Scratch. Der ist schon im Windschattenbereich von Rosso Corse. Der kommt da also auch ran. Zumindest hat er das Potenzial dafür. Die Frage ist, ob das seine Reifen mitmachen. Ihr seht, weiche Reifen hat er da aufgezogen. Dafür hat er sich entschieden gehabt. Und auch dieses Material ist schon etwas angeknabbert. Dutchmin auf der 11. 20,141. Die zweite Fette hier im Feld am heutigen Abend. Earth auf Position 12. Entspannt unterwegs, hatte am ersten Moment nur die Prämisse dieser 6,5 Sekunden oder 6,5 Sekunden dazu zu fahren Richtung Dutchmin. Dann haben wir Omega auf der 13 und Kai auf der 14. Letzte Rundenzeit von Thor Odinson auf P5. 19,3 die letzte Rundenzeit von Game Teddy. Der kommt da rangedübelt an Thor Odinson, der Game Teddy. Lässt sich da auch nicht irritieren. Surf Count hinten dran kann momentan die Pace nicht gehen, die Game Teddy hinschmettert. So, jetzt aber Möglichkeit für Game Teddy vorbeizugehen, sich Position 5 zu sichern. Vorbei an Thor Odinson, auf der langen Geraden, aus dem Windschatten raus, links rum, jawohl. Und Game Teddy vorbei. I am Groot, letzte Runde, 18,898 ist er da gefahren. Hat der das Ding da in den Asphalt gebrannt? Ist natürlich jetzt auch dran an Mondsucht.
super. Soft Reifen hat er da aufgezogen gehabt. Mondsucht hat das gleiche Material am Start. Etwas mehr Verschleiß zu sehen beim Reifenabnutzungsgrad bei Mondsucht unter dem AMG. Oh, jetzt muss er aufpassen, hier ein Gut, dass er sich da nicht festfährt hinterm Mondsucht. Wenn ihr überlegt, er hat ja eben gerade die 18.8 präsentiert und jetzt war er auf einmal knapp eine Sekunde langsamer. Das muss natürlich dann auch nicht sein, ne? Da musst du hier richtig angasen. Und natürlich versuchen, da im Flow zu bleiben. Also er muss vorbei. Er muss definitiv vorbei. I am good. Er kann schneller. Hat sehr viel Bewegung drin hier im BMW M6. Sieht nach einer... nach einem sehr, sehr weichen Fahrwerk aus, beziehungsweise Heckpartie auch sehr, sehr hoch. Iron Man Lackierung. Ja, genial, das sehe ich jetzt erst. Genial, cool, gefällt mir. I am Groot von den Avengers war doch der Boom gewesen, ne? Ja. Da konnte er eben die deutlich engere Linie fahren, aber hat das Fahrzeug dann aushebeln lassen über diese kleinen Schanzen hier, dieser ziemlich hoch gesessenen Curbs. Und hat natürlich dann das, was er Kurveneingang vom Apex gut gemacht hat, hat er danach verdoppelt wieder schlecht gemacht. Schade. 0,9 Sekunden, alles noch in Ordnung. Windschattenbereich ist immer noch am Funktionieren hier. Ganz kurz mal davor schalten. Das ist eine Überrundung. Ja, das ist eine Überrundung. Oh, Tankanzeige schon wieder am Blinken hier beim Dom. Heißt, allzu lange wird er da auch nicht mehr draußen bleiben können. Ich würde tippen, dass er jetzt gleich links abbiegt in diesem Moment. Oder? Nee, bleibt eine Runde draußen. Eine Runde geht noch beim Dom hier. 13 Sekunden Vorsprung. Unglaublich. Mondsucht wird auch noch eine Runde draußen bleiben wahrscheinlich. Außer er probiert den Undercut. Nein, macht er nicht. I am Groot verfolgt ihn immer noch. Auf der 3, Rubber Duck auf P4. Game Teddy auf der 5. Toninson auf der 6. Auch da neigt sich der Sprit hier langsam aber sicher dem Ende zu. Bleibt aber auch eine Runde draußen. Surf Count auf der 7. Totti auf der 8. Mit der Fette. Auch hier entscheidet man sich eine weitere Runde draußen zu bleiben. Datschmin, der Teamkollege mit der Chevy Corvette C7, ebenfalls draußen geblieben. Hat sogar ein bisschen mehr Sprit an Bord wie Totti. Was? Wenn GT Sport was kann, dann ist es Kameraführung. Earth auf der 10. 9,3 Sekunden sein Vorsprung auf P11 auf Omega. Jetzt ist Dom an die Box rangefahren. Ein Liter Restinhalt nur noch. Wir gucken. Mondsucht wird ebenfalls folgen in die Box. Jawohl, da ist auch hier I am Groot mit von der Partie. Nein, der ist durchgefahren. Der muss nicht rein. Jetzt muss er angasen. Jetzt muss I am Groot richtig, richtig angasen. Jetzt muss er gucken, dass er da wegkommt. So weit wie möglich. Rubber Duck auf der 2, Game Teddy auf der 3. Eine Sekunde hinten dran ist Dom wieder zurückgekommen auf die Strecke. Zweiter Stop also absolviert und ihr seht, der Hobel ist komplett knüllevoll. Bis Unterstag hat er hier nachgetankt, den Mercedes AMG. Mondsucht auf der 5. Auch hier sauber Stop
absolviert. Neue Reifen am Start, aber schöner Gegenpendler, den er da abgefangen hat. Hat er gut gemacht. Halb voller Tank. Möchte hier wahrscheinlich mit weniger Sprit an Bord schneller nach vorne schmettern. Benji, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen im Stream. Grüße. Surfcount auf der 6. Position. Muss ich da verteidigen. Material der Reifen ist identisch bei Thor Odinson und bei Surfcount. Position 6 und 7 und Earth ist auch im Windschattenbereich, aber der wird wahrscheinlich im ersten Moment die Prämisse haben, einfach nur zu versuchen, dran zu bleiben an Thor Odinson und Surfcount oder sich ein Momentchen ziehen zu lassen. Omega auf der 9, Conti auf der 10. Omega wird da gleich abbiegen müssen in die Box rein, sodass Totti wieder ohne Probleme freie Fahrt hat. Ah, reicht nicht, reicht nicht. Boah, leichte Unruhe im Fahrzeug zu sehen gewesen bei Thor Odinson. Außenrum. Außenrum probiert er hier Surfcount zu attackieren und es funktioniert. Die nächste Linkskurve war seine. Thor Odinson vorbei an Surfcount. Tolles Manöver, was er hier umgesetzt hat. Man muss bedenken, Thor Odinson ist ein Controllerfahrer. Schaut es euch an in der Onboard. Außenrum, da ist Surfcount. Jetzt verschwindet er hier im Bereich dieser Sitzschalen-Ohrenwangen. Und da ist Surfcount im Heckbereich wieder zu sehen. Tolles Manöver von Thor Odinson. Jetzt aber bitte konzentrieren. 4,5 Sekunden Zeitstrafe. Nein, ist das ärgerlich. Muss jetzt natürlich abbauen. Das ist im Regelwerk so festgehalten seitens der AWM. Das musst du sofort abbauen, dieses Thema. Oh, nein. Tolles Manöver gezeigt gegen Surfcount und natürlich jetzt auch durch diese 4,3 oder 4,5 Sekunden, was es waren, Zeitstrafenabbau, ist da Earth auch vorbeigehämmert. Er hat sich natürlich bedankt, das ist klar, ne? Schön Fenster runtergekuppelt, gesagt, danke, rausgewunken. Jawohl, I am Groot, wir gehen's durch, I am Groot, 4,8 Sekunden. Marvin, wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen im Stream, Grüße, Digga. I am Groot hier auf der 1, in Führung liegend, 5 Sekunden sein Vorsprung, noch groß vor Rubber Duck. Auf der 2, die gehen momentan gleiche Pace, 20er Rundenzeiten. Ihr seht, Reifenmaterial ist halt auch einfach nicht mehr das Beste. Eine Runde wird da jetzt noch draußen geblieben. Ich denke, Rubber Duck macht das Gleiche. Bleibt da auch draußen und der Dom ist schon wieder hier nur noch 8,3 Sekunden hinter dem Führenden. Weit weg hier hinter Iron Groot. Der kommt 3,2 Sekunden nur noch, hat er aufzuholen Richtung Rubber Duck, Richtung P2 und kann dann schon wieder um P2 diskutieren. Game Teddy in dem Moment an die Box rangefahren. Da ist das Reifenmaterial zu schlecht. Jawohl. Ja, Benji, das Thema für sich bin ich voll und ganz bei dir. Definitiv. Game Teddy hier, der jetzt wahrscheinlich richtig ordentlich Sprit mitnimmt. Jawohl. Und ich wollte schon fragen, ob ihr eingeschlafen seid. Alles gut. Vielen Dank dafür, Sub-Zero. Hat sich hier für die weichen Räder entschieden, der Game Teddy. Also auch hier etwas Längeres vor. Was haben wir? Runde 22 von 45 sind wir. Ergo, wir gehen steil in Richtung Halbzeit. 11 auf Position 7. Ja, ich denke mal so 2-3 Ründchen vielleicht doch maximal. Dann muss Earth da auf jeden Fall auch ran. In die Boxengasse seine Crew besuchen. So, jetzt ist ein Groot rangefahren. Boxenstopp bei der BMW-Truppe. Rubber Duck, eine weitere Runde draußen geblieben. Möchte da so vorzeitig nicht die Führung abgeben. Gegen den Dom hier, der da rangeflogen kommt, als wenn es keinen Morgen gäbe. 1,2 Sekunden Windschatten ist am Funktionieren.
und wird mal kurz reingeswitcht beim Dom ins Cockpit. Bis dato unangefochten die schnellste Rennrundenzeit von allen Routes, die 18.898. Sehr schön. Genau in dem Moment hat jetzt hier Rubber Duck die Box da angefahren. Habt ihr auch gesehen, war schön zu sehen, dass er hier den Blinker links da eingeschaltet hatte. Sound spricht nicht mit mir. Achso, Ad-Sound. Nee, Ad-Sound, das geht nicht. Ja, das stimmt, ja. Mondsucht auf der 2. I Am Groot auf der 3. Rubber Duck auf der 4. Game Teddy auf der 5. Direkt hinten dran Surf Counts. Ah, da ist der Game Teddy vorbeigekommen am Surf Count. Kann aber auch sein, dass die zwei da gut möglich zusammen in der Party sitzen, weil beides mal die Black Lines Fahrer hier. Und da will man sich natürlich teamintern nicht gegenseitig in die Karre fahren. Und da ist es natürlich auch teilweise einfacher, wenn du da in der Party sitzt und mal ganz kurz sagen kannst, pass auf, ich will da vorbei, lass mir doch mal kurz Platz, ich zieh dich ein Momentchen. Odinson auf der 7. Hat Luft nach vorne sowie nach hinten. Kann aktuell tiefenentspannt seinem Tunnel erfolgen. Im Fokus bleiben. B-Scratch auf der 8. Position. Auch er kann noch ein Momentchen verweilen auf den Rädern. Mehr wie 2 Runden würde ich diese Reifen nicht mehr fahren, ich persönlich. Vielleicht 3, aber dann ist wirklich Feierabend. Dann sind wir eh schon wieder im Bereich seines Boxenstopps regulär, weil er dann schon wieder tanken muss. So, Runde 24 ist aktuell am Laufen. Dutch Mean auf der 9. Auch hier einiges an Vorsprung zu sehen. Nach hinten auf 10 auf sein Teammate da. Die zweite Fette, 0,7 Sekunden. Die wiederum vor dem Earth hier, der da mit neuem Material aus der Box kommt. Schalten wir gleich nochmal hin. Omega auf der 12. Kai auf der 13. Der jetzt abbiegen muss auf der linken Seite. Tanko ist am Blinken, eventuell hinter die Runde dran. Aber ich glaube, er biegt. Ja, er hat auch hier schön zu sehen gewesen. Blinker links war an für die in dem Moment nicht vorhandenen nachfolgenden Fahrer. Die Signalisierung, dass er in die Box da hineinfährt. Rosso-Korse also hier jetzt vorbei auf die 13. Vorbei am Kai, der steht nämlich noch. Wird dann noch betankt. Tank Pinupi ist noch drin. Und ich habe gesagt, wir schalten zurück hier zum Earth. Und eventuell dem Duell hier rund um P10 zwischen Earth und Totti. Kleinen Moment noch, Sasi, dann geht das auch wieder. Wann geht's für ein Earl vorbei an der Corvette? Ich denke mal, das wisst ihr auch alle. Die Fette geht auf den Geraden teilweise wie der geölte Blitz hier. Bloody, 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 lächelndes Gesicht mit Sonnenbrille. Vielen Dank, Sasi, für weitere 100 Bits. Vielen, vielen Dank dafür. So, komm, Earth. Machen wir ein bisschen Knallgas hier Richtung Totti. Rosso Corse ist ja jetzt auch an die Box rangefahren.
früher, wie ich eigentlich dachte, hätte noch ein Momentchen draußen bleiben können. Aber sagt sich nein. Wir machen jetzt den Boxenstopp. Auch eine sehr, sehr schön zu fahrende Kompressionskurve. Links runter in die Senke, in die Kompression hinein und dann wieder sauber rausbeschleunigen. Hat auch so einen leichten, uneinsichtigen Scheitelpunkt. Also du musst hier wirklich blind einlenken, um das Fahrzeug im richtigen Winkel zu positionieren, um hier sauber durchzukommen. Eieieiei! Jetzt hier also durch den Fehler, habt ihr gesehen, den Hexlider über den Kiesbett, die Kiesbett-Überfahrung da von der Corvette von Totti. Hat er richtig Schwung verloren. Was er aber jetzt wieder kontern möchte, er ist auf der Innenseite. Neben dem Mercedes-AMG von Earth steckt er aber zurück. Gas wird gelupft über die Außenseite. Nur die Frontpartie der Fette da neben die Heckpartie des AMG gesetzt. Jetzt aber doch final komplett zurückgesteckt, der Totti. Ganz kurz mal davor schalten hier. Dom und Mondsucht, die sind im Windschattenbereich. Dom verlässt, Mondsucht ebenfalls. Beide an die Box reingefahren. I am Groot, der sollte jetzt da vorbeikommen. Nee. Dom schafft er nicht. Wieder nur halb voll getankt. Also Dom wird auf jeden Fall noch einmal stoppen müssen. I am Groot jetzt auf der 2, Rubber Duck auf der 3, der kam da auch an Mondsucht vorbei. Vielen Dank, Sasi, für weitere 100 Bits. Ich glaube, ich habe maximal 3 Minuten auf den Sounds. Als Cooldown-Zeit. Mondsucht auf der 4, Game Teddy auf der 5, Surf Count auf der 6. Tankur muss sie im Auge behalten. Der wird reinkommen mit maximal noch einem Liter. Bleiben wir kurz drauf, das wird eine ganz knappe Kiste hier bei Surf Count. Der kommt mit Null rein. Ja. Punktlandung bei Surf Count. Kein Sprit mehr im Tank gehabt. Einen wunderschönen guten Abend, Tobi. Herzlich willkommen im Stream. Grüß dich, Digga. Ich spiele das Murmelspiel bei CT-Meister. Aha. Mach mal. Sag mal liebe Grüße, bitte. Todinson auf der 7 vorbei jetzt an Surf Count, der jetzt in dem Moment aus der Box wieder raushämmert. Ich wusste die Mabenchi, aber ich kann es jetzt nicht aus dem Kopf sagen. Geh mal auf der Internetseite gucken von der Afterwork. Einfach mal ein Ausrufezeichen AWM hier in den Chat rein und dann geh mal gucken. Ich glaube, dass es da steht auf der Internetseite. Weil es gibt 7 Ligen. Die fahren zwar alle gleich, aber wie gesagt, jetzt aus dem Stegreif, aus dem Kopf kann ich dir nicht sagen. Letzte Runde, schnellste aktuelle neue Rennrundenzeit hier präsentiert vom Dom. 18,733. Jetzt lässt er es fliegen hier mit seinem AMG. Oder so. Danke für die Info. I am Groot auf der 2, Rubber Duck auf der 3.
Mondsucht auf der 4, der kommt da aber auch ran. 19.6, letzter Umlauf bei Mondsucht, 20.4 bei Rubber Duck. Mondsucht ist schneller aktuell. Game Teddy auf der 5. Auch hier wird langsam, aber sicher die Frage des nächsten Boxenstops fällig bei Game Teddy. Reifenmaterial wird langsam aber sicher tendenziell unfahrbar bei ihm, auch wenn es hier aktuell die Reifen weich sind. Hat aber auch ein sehr, sehr großes Polster nach hinten weg auf P6 von über 25 Sekunden. Earth auf Position 6. Surfcount auf der 7. Toro Odinson hinten dran auf der 8. Ist Martin wieder, musste er einfangen. B-Scratch auf der 9. 19.450 seine persönlich schnellste Rennrunde. Letzten Umlauf da präsentiert Dutchmin auf der 10. Wo ist mein was? Nee, aber nicht jetzt, Digga. Nicht jetzt. Der steht in der Halle, rückwärts eingepackt. Totti auf der 11. Hier massiv verfolgt von auf der 12 liegendem Omega. 19.868 bei Omega. 20.0 von Totti. Also, nahezu identisch unterwegs von der Pace Fastbob. Wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen im Stream. Grüße. Omega möchte vorbei an Totti. Ja, 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 über die Innenseite. Sehr schön. Nächste Ecke geht wieder rechts rum. Vorteil für Omega. Totti lässt die Tür auf. Schön gemacht. Köpfchen nicht ausgeschaltet im Moment. Jetzt hat er Totti kontern lassen. Scheinbar hier die Fette doch mit mehr Power, mit mehr Bums, mit mehr Drehmoment unterwegs. Kam hier besser raus aus der Ecke. Omega also wieder die Position getauscht mit Totti. Geil! Corsi, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen im Stream. Grüß dich, Digga. Nein, nein, nein. Habt ihr gesehen, der wollte die Schnauze vom AMG, die hat so ein bisschen gezuckt, zweimal ganz kurz. Er hatte überlegt, ob er reinstechen sollte. Kann ich machen, Corsi, ja, kann ich machen. Hat sich jetzt im ersten Moment etwas beruhigt. Fahrzeuge haben weitestgehend die Position bezogen. Oh, ganz eng ist Omega jetzt rumgefahren hier um diesen Linksturn. Totti aber mit dem großvolumigen Großhubraum aufgesetzten Fahrzeug hier dem Ami da schön außenrum gekontert. Nächste Ecke linksrum, Vorteil Totti. Omega hält dagegen. Omega jetzt im Vorteil rechtsrum. Die Ecke ist auf der Innenseite. Ah, diese Kontaktstrafen. Ich hasse sie. Strafe für Omega, weil die sich ganz kurz mal Hallo gesagt haben mit Blechkleid. Ah. Schade, Positionsfight hier, die Zweikampfoption, die wir über zwei Runden jetzt hatten, zwischen 11 und 12, ist jetzt erstmal wieder dahin. Omega muss 2,7 Sekunden zufahren. P3, I am Groot, ist jetzt in dem Moment in die Box reingefahren. Somit Rubber Duck, neuer Drittplatzierter, hämmert da vorbei. Eine Runde kann er noch fahren, auch er muss danach an die Box hier zum Stop. 12,7 Sekunden ist da vorne Dom weg. Bis dato hier der Dom absolut überragende Taktik, die er da ausgepackt hat.
richtig tolle Pace, die er hier im ersten Rennen seitens der Afterwork Racing Liga Saison 4 auf Sardinien präsentieren kann. Mondsucht auf der 2, auch eher ganz stark unterwegs. Rubber Duck, überragend, hatte letzte Saison nicht ganz so viel Glück gehabt. War da eher so im zweiten Mittelfeld gewesen. Würde natürlich umso mehr freuen, wenn Rubber Duck hier das Podium behalten könnte. Noch ist es nicht spruchreif. Auch hier Game Teddy. Boah, ist der lang auf den Rädern draußen. Wahnsinn! Aber ich denke, dass er hier vielleicht 8, 9 Runden noch mit den Supersoften da anpeilen wird. Heißt also, in 1, 2 Runden sollte es doch dann runtergehen von den weichen Rädern. Oder? Biegt er jetzt schon ab? Wir bleiben kurz drauf. Das ist schon wieder Start-Zielbereich. Ne, bleibt noch draußen. Noch nicht bereit für den Boxenstopp der Game Teddy. Was gerade Gruppe 3 Sportmodus auf Lago Maggiore gefahren, aka der große Preis von Mord und Totschlag. Ach du Scheibenkleister, das klingt natürlich super. I am Crew zurück auf der Strecke hier auf P4. 4,2 Sekunden hinter Game Teddy. Der wird jetzt auch rangeflogen kommen. Rubber Duck auf der 5, der war auch an der Box gewesen gerade. Oder anders, wie ihr es von mir kennt, justamente. Rubber Duck auf der 5, Surf Count auf der 6. Position. Uff. Mit den Rädern 10 Runden noch überleben. Wobei ich das im Surf Count zutrauen würde. B-Scratch auf der 7. Ja, da ist auch ein Stop noch definitiv zu machen bei ihm. Torinson auf der 8. Position. Gleiches Thema bei ihm in Grün. Dutchmin. Ja, der muss sowieso gleich rein. Tank ist gleich nahezu gehen leer. Earth auf Position 10. Der kann durchfahren. Earth ist fertig auf der 10. Aktuell über 5 Sekunden Rückstand auf Dutchmin vor ihm. Totti auf der 11. Dann geht's auch gleich rein. Omega ist wieder dran. Und jetzt bin ich gespannt. Wenn die da im Bereich Anfang, Start, Ziel unterwegs sind, ob die beide abbiegen in die Boxengasse. Oder ob einer von beiden sagt, nee, ich bleib noch eine Ecke draußen. Vielleicht bleiben sie auch beide noch eine Runde draußen. Potenziell wäre es möglich. Der AMG ist nicht ganz so extrem. Und Totti hat hier in der Fette noch deutlich mehr Sprit an Bord wie Omega. Aber schön, dass Omega es wieder geschafft hat, hier die Lücke zuzufahren. Diese 2,7 Sekunden nach dem Kontakt mit Resultat der doch kleinen, aber dezenten Zeitstrafe, die er da sofort wieder abgebaut hat im Anschluss. Die bleiben draußen. Sehr schön. Sie liefern uns den Zweikampf, den wir sehen möchten. Kai auf der 13. Auch hier geht's relativ zeitnah in die Boxengasse wieder hinein. Rosso Corse auf der 14. Da ist der Führende. Führende 0 Liter. Auch Mondsucht rein. Die sind auf der identischen Taktik hier unterwegs, die beiden Kollegen. Als hätten sie sich abgesprochen. Auch nicht schlecht. I am Groot, der kommt da nicht vorbei. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mondsucht, da ist der Dom am Rausfahren. Ach du Scheiße, der hat einen Reifen verloren. Der hat einen Reifen verloren. Dom behält die Führung hier mit 11,5 Sekunden Vorsprung. Es sind nur noch 8 Runden zu gehen. Ja, da werden leicht blaue Flaggen jetzt geschwingt. Da muss jetzt Mondsucht und einem Guter an Kai vorbei. An dem Aston Martin-Pilot. Die Scratch ebenfalls an die Box angefahren jetzt. Thor Odinson ist an der Box. Wunderschönen guten Abend, Blue Poguna. Herzlich willkommen im Stream. Grüß dich, Dinger. Ja, wir gucken mal, wo Surf Counter. Wo. Thor Odinson da rauskommt. Dutchmin ist fertig, abgefertigt. Jawohl. Thor Odinson auf der 10, zurück auf der Strecke. Dutchmin auf 11. Omega bleibt hier jetzt auf der 12 erstmal.
Oh, das wird heftig. Das wird heftig. 9,3 Sekunden muss er zufahren. Richtung P11. Kai auf der 13. Auch er war im vorletzten Umlauf in der Box gewesen. Zu seinem letzten Stop. Muss jetzt hier Mons auch gleich vorbeilassen. Schön gelöst. Schön gelöst von Kai. Und jetzt wird natürlich Mons hier versuchen wegzueilen. Dass er den Kai als Puffer zwischen sich und P3 Iron Group da nutzen kann. Um weiter wegzukommen. Surf Count an die Box angefahren. Oh, da muss es ein Problem gehabt haben, wenn diese Rundenzeitangabe stimmt. Wir gucken nochmal ganz kurz. Ja, die stimmt. Oh Mann. 29,4 im letzten Umlauf von Surf Count. Der muss sich einen Schaden zugezogen haben. Hast du mal in den Spiegel geschaut mit deinen Extensions? Super geil. Katastrophe. 7 Runden nur noch. 7 Runden. Neue schnellste Rundenrunde. 18,728. Durch den Dom hier präsentiert. Mann, der hat doch schon so großes Polster. Warum muss denn der noch so angasen hier? Ist ja Wahnsinn. Erschreckend, Boy Bunny, oder? Ist absolut erschreckend, wie diese Zeit rennt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also I'm Groot, den Fahrer, den habe ich irgendwann mal, weiß gar nicht mal, schon ein Momentchen her, wann ich den übertragen habe, wann ich den das letzte Mal gesehen habe. Aber den habe ich in Liga 2 so stark überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Überhaupt nicht. Ja, genau, Tobi. Ganz genau. Rubber Duck auf der 4. Vorsprung nach hinten sollte ausreichen. Das sollte Rubber Duck umsetzen können, diese letzt verbleibenden 6 Runden. Ah, genau, Monkey. Vielen Dank für die Information. Das war es gewesen. Der hatte sich umbenannt gehabt. Das war Gissi gewesen, genau. Diese Feierei hier, unglaublich. Surf Count auf der 6. Earth auf der 7. Die Scratch auf der 8. Also laut Minimap aktuell haben sie da im ersten Moment mehr mit Überrundung zu kämpfen, wie mit direkten Zweikampfsituationen. Omega auf der 11, Dutchman 10, Todinson 9, dann haben wir den Totti auf 12. Der könnte sehr schön. Letzte Runde für Omega war eine Rundenzeit von 18,9, also die 19 ist auch geknackt worden hier vom AMG-Piloten. Totti auf der 12. Kai auf der 13, das ist safe, da wird nicht mehr allzu viel passieren. Rosso Corse hat am heutigen Abend definitiv nicht die notwendige Pace. 20,6 da im letzten Umlauf. Persönlich schnellste Rennrunde. Da fehlt so viel Performance hier auf Sardinien. Aber wir haben es ja auch am Anfang des Streams oder hier der Lobby davon gehabt. Oder auch generell ist es ja bekannt, es gibt Fahrerkollegen, die können damit umgehen. Die finden das teilweise ganz interessant. Und es gibt einige, wobei ich dezent behaupten würde, die große, große Mehrheit, die sagen, diese Rückwärtsstrecken. Diese rückwärts befahrenen Strecken sind absolut, absolut krampfhaftig. Ruhe hier! Genau.
Du nimmst mir die Worte aus dem Mund, Fassbock. Na, mal schauen. Rubber Duck und I Am Groot sind 2,3 Sekunden auseinander. P3 und P4. 20.1, 19.9 die letzten zwei Runden von Rubber Duck. 20.4, 20.2 die letzten zwei von I Am Groot hier. Nur nicht abreißen lassen und nicht aus dem Fokus raus. Dann ist da definitiv noch was möglich. Game Teddy auf der 5. Da behaupte ich ganz dezent, der sollte safe sein. Reifen, Sprit, kein Problem. Und Vorsprung hier, den er nach hinten auf Surf Count hat mit über 17,5 Sekunden, ist auch groß genug. Natürlich jetzt indirekt nicht als Einladung zu verstehen, dass er hier einen Fehler machen darf. Das definitiv nicht. Surf Count auf der 6, auch eher 8 Sekunden Vorsprung hier vor Earth auf der 7. Schöne Performance von Earth, die er uns hier heute Abend gezeigt hat. Die Scratch auf der 8. Thor Odinson auf der 9, 2,8 Sekunden hinten dran ist Dutch Mean auf der 10. 20,7, 20,5 die letzten zwei Dutch Mean. 20,3, 20,2 von Thor Odinson. Thor Odinson ist schneller. Hubla, da wollte ich hin. Omega auf der 11. 2,7 Sekunden, 19 tief bei ihm. Dutch Mean 20 Mitte. Da könnte sich noch was anbahnen. Totti auf der 12, Kai auf der 13. Das Thema ist durch. Haben wir vorhin gehabt. Rosso Corse auf der 14. Wir bleiben ein Momentchen mal bei Omega. Das gucken wir uns mal an. Ob der da wirklich massiv dran kommt. Viel Zeit hat er nicht mehr. Ist schon die 42. Runde. Zehntel hat er gefunden. Omega gegen Dutch Mean. ...19.6... gegenüber 20.8. Wie war das? Komm, Brudi, zieh, Digga! 1.4. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Dutch Mean auch hier ein sehr, sehr erfahrener Pilot ist. Abgebrüht, dass er da eventuell Omega rankommen lässt, aber dann richtig, richtig schön die Zweikampf-Master-Strategie auspackt. Eine Sekunde. Windschatten ist angesagt zwischen Dutch Mean und Omega. Momentchen mal die Klangakustik hier genießen. Der Corvette hier, diese amerikanische V8 Power mit dem Fehler. Jetzt in dem Moment macht er den Fehler. Nein! Also hat die Konsistenz, die Omega da angebracht hat, an Dutch Mean funktioniert. Komplett aus dem Konzept gebracht. Nochmal eingeblendet. Dutch Mean ist hier viel zu weit rausgekommen. Nein, Quatsch. Die nächste Ecke war's. Die nächste rechts. Jetzt hier. Hier kam er zu weit raus. Muss mit dem Gras vorlieb nehmen und muss aufpassen, dass er nicht im Spitzenwinkel einschlägt. Konnte das zwar verhindern, aber hat die Position 10 gegen Omega verloren.
Meine Herren! Letzte Runde ist angebrochen. Wir bleiben drauf beim Dom. Der hat es nämlich nicht mehr weit. Einmal noch rechts rum, dann in das schnelle S. Den 90 Grad Rechtsknick noch durchfahren. Und dann ist er schon wieder auf Startenziel und holt sich den ersten Rennsieg hier der neuen Saison, der Saison 4 im Rahmen der Afterwork Racing Liga, Liga Nummer 2. Sehr schön. Tolle Performance vom Dom. Sauber gemacht. Jawohl, nochmal schön Flashing Lights reingedrückt. Sehr geiles Thema. Gratulation zum Rennsieg. Mondsucht wird Zweiter. Und natürlich auch hier gehen die Glückwünsche raus. Zu P2, I am Groot. 0,8 Sekunden. Hinten dran ist Rubber Duck. Ah. Fehler drin gehabt, wahrscheinlich im letzten Umlauf. Der I am Groot. Dritter. Rubber Duck P4. Ebenfalls Gratulation hier. Gilt die Lila unterwegs. Rosso Corse wird da jetzt mit abgewunken auf P14. Spendet dann nochmal einen Mühwindschatten dem Game Teddy. Game Teddy wird Fünfter. Sogar die schnellste Rennrunde. 18,516. Sehr geil. Surf Count wird Sechster. Gratulation dazu. Earth Siebter. Jawohl. B-Scratch, Achter. Thor Odinson auch auf Startenziel unterwegs, Neunter. Toppi, Omega, Zehnter. Jawohl, Dutchmean haben wir im Bild, Elfter. Mit dem Fehler in der vorletzten Runde. Mann, ist das ärgerlich. Totti, Zwölfter. Und gleich machen wir nochmal das Rennergebnis komplett für euch eingeblendet. Und dann haben wir es auch schon wieder geschafft hier. Genau, Klick hat's gemacht. Foto geschossen, Rennergebnis hier. Also, Dom, der Sieger am heutigen Abend auf Sardinien, der Variante B, rückwärts befahren. Das Thema Mondsucht, Zweiter geworden, I am Groot, Dritter. Rubber Duck auf der 4, Game Teddy auf der 5, Surf Count auf der 6, Earth auf 7, B-Scratch auf der 8, Todinson auf der 9, Omega 10, Dutchmean 11, Totti 12, Kai auf der 13 und Rosso Corse auf der 14. Position. Ja, Freunde der Sonne, dann war es das auch schon wieder gewesen. Wir sehen uns am Freitagabend wieder, wenn ihr möchtet und wenn ihr wollt. Morgen habe ich jetzt erstmal wieder meinen regulären ersten Arbeitstag im neuen Jahr. Und dann am Freitagabend sind wir live im Rahmen der EGTM Weekend Series. Genauso wie am Samstag und am Sonntag, wie gehabt und wie gewohnt, wieder die Sim Racing Germany. Und im Anschluss die EGTL Liga 1. So, könnt ihr auch gerne nachlesen unter meinem Kanal oder über die App im Info-Reiterbereich mit dem Streamplan. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank für den Support, den ihr geliefert habt heute Abend wieder. Und sorry nochmal für am Anfang diesen ganz, 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 ganz komischen Trouble. Mal gucken, was da war. Ich denke mal, ich krieg's raus. Wird auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder deutlich stabiler, so wie ihr es von mir kennt, laufen. Also, macht's gut, ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal und danke. Tschüss.